Hallo liebe Freunde der gepflegten MMO-Action. Heute geht es um Kampfsysteme in MMOs, die kaum bis gar nichts mit dem Tap-Targeting der alten Schule zu tun haben. Schnelle, flüssige und herausfordernde Kämpfe interessieren uns heute in dieser Liste. Erwähnen muss ich hierbei, dass es sich natürlich um meine eigene Meinung bzw. Erfahrung handelt, die nicht für jeden richtig erscheinen wird und die MMOs hier zudem ungeordnet genannt werden. Wenn euch weitere MMOs einfallen, die erwähnenswert sind, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Also, wetzt die Klingen und spannt die Bögen, jetzt geht's los! Black Desert ist für mich persönlich das MMO mit dem besten Kampfsystem bis heute. Mit fast jeder Klasse spielt und kämpft es sich komplett anders, was auch den Wiederspielwert erhöht. Zielen, ausweichen, gute Kombos einsetzen und seine Grenzen kennen, sollte man im Black Desert definitiv. Terra haut ebenfalls ordentlich rein und fordert Spieler heraus. Gerade auch beim Heilen müssen Gruppenmitglieder anvisiert werden. Aktives Blocken ist besonders für Tanks wichtig, genauso wie die richtige Position im Kampfgetümmel für alle Klassen insgesamt. Neverwinter kann vor allem in höheren Charakterlevels sehr actionlastige Kämpfe ermöglichen. Auch wenn nicht jede Klasse gleich geschmeidig durch die Monsterhorden huscht, zählt das Kampfsystem von Neverwinter für mich zu einem der besten unter den MMOs. Wildstar arbeitet im Kampf mit klar eingefärbten Bereichen auf dem Boden. Diese sogenannten Telegraphs sind sowohl in ihrer Form, Kombination, Geschwindigkeit und Schwierigkeit so vielfältig, dass das Kampfsystem nie wirklich langweilig wird und Spieler herausfordert. Continent of the Ninth bzw. C9 ist ein MMO aus Asien und bringt ordentlich Action auf den Bildschirm. Wer Black Desert mag, wird auch hier sehr wahrscheinlich seinen Spaß haben. Vindictus schließt sich dem gerade erwähnten MMO an. Da ich es selbst nicht gespielt habe, kann ich allerdings keinen Erfahrungsbericht liefern, aber man liest viel Gutes über das Kampfsystem. Wie ein Kampf in diesem MMO aussehen kann, zeigen euch die Videoszenen. Black
Blade & Soul ist eines der wenigen MMOs, das im E-Sport aktiv gespielt wird. Der Kampf und das recht schnelle Movement im Allgemeinen spielt dabei mit Sicherheit eine Rolle. So, liebe MMO-Fans, wir sind am Ende. Age of Conan und die Elder Scrolls Online haben es nicht in meine Liste geschafft, jedoch halte ich diese auch für erwähnenswert. Beide haben ihre Eigenheiten und Besonderheiten, aber sind meiner Meinung nach nicht ganz so toll wie die anderen Kandidaten. Danke euch fürs Zuschauen, liebe MMO-Freunde, jetzt seid ihr dran. Fehlt euch ein MMO in dieser Liste? Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.